Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Ethereum-US-Dollar-Chart sowie den aktuellen Ethereum-Bitcoin-Chart und wir besprechen die neuesten Ethereum-News und On-Chain-Daten. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Bevor wir mit dem heutigen Video beginnen, möchte ich daran erinnern, dass wir zurzeit zwei neue Events auf Bybit haben. Ihr könnt insgesamt 1610 Dollar als Einzahlungsbonus erhalten und bis zu 15% passives Einkommen auf eure Trading Balance, die ihr also auf eurem Trading Wallet haltet. Den Link zu all diesen Seiten, wo ihr euch noch mal in Ruhe die Events anschauen könnt, werde ich unter den Videos in einem Kommentar anpinnen. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum-US-Dollar-Chart und wie ihr seht, der Ethereum-Preis befindet sich momentan bei 3930 Dollar und hat somit ein neues All-Time-High erreicht. Und auf dieses Szenario haben wir uns ja vorbereitet. In dem letzten Video habe ich euch hier gezeigt, wie ich nochmal in Ethereum einsteigen werde. Ihr wisst ja, bei ca. 3500 Dollar nach dieser Ablehnung hier habe ich erstmal meinen Trade geschlossen und wollte hier absehen, ob wir es schaffen, wirklich über 3500 Dollar auszubrechen. Dann habe ich ja gesagt, werde ich hier ca. bei 3600 Dollar nochmal einsteigen. Das war das bullische Szenario. Aber es hätte auch sein können, dass wir eine Ablehnung bekommen bei 3500 Dollar. Und dann hätte ich mich hier vorbereitet auf das bärische Szenario und wäre bei 3000 Dollar eingestiegen. Das war hier noch nicht abzusehen, denn 3500 Dollar war schon zuerst eine Resistance. Aber wie ihr seht, hat sich jetzt hier das bullische Szenario ausgespielt, auf das wir uns hier auch vorbereitet haben. Und ich bin jetzt hier circa bei 3600 Dollar nochmal in meinen Trade reingekommen. Wenn wir zurückkehren auf den Ethereum US-Dollar-Chart, seht ihr, wir hatten hier noch zwei schöne Tages-Retests hier mit zwei Tageskerzen auf den unteren blauen Rand hier unserer Box. Und dann sind wir über 3600 Dollar gestiegen, haben es dann also geschafft, hier über diese blaue Zone zu steigen. Und damit sind wir bei circa 3600 Dollar eingestiegen. Und wir sind hier angestiegen jetzt schon um circa 9%. Also hier schon wieder schöne Gewinne mit einem 5er-Hebel, 45% Profit schon wieder gemacht und das hier wirklich in wenigen Stunden, muss man sagen. Das ist hier noch wirklich alles an diesem Tag passiert und wie ihr seht, sind wir jetzt hier schon fast bei 4000 Dollar und 4000 Dollar. Die C-Zone haben wir hier auch schon im letzten Video besprochen, hier habe ich es eingezeichnet. Ich habe ja auch gesagt, wenn wir es schaffen, hier über 3500 Dollar zu steigen, also hier die blaue Zone zu brechen, dann wird hier die nächste C-Zone 4000 Dollar sein und die haben wir jetzt eigentlich schon nahezu erreicht. Also hier bei 4000 Dollar oder knapp unter 4000 Dollar kann man dann nochmal Teilprofite realisieren. Denn hier bei 4000 Dollar müssen wir sagen, das ist wieder eine gerade vierstellige Zahl und die hat in der Vergangenheit schon als psychologische Grenze gedient. Das war zum Beispiel bei 2000 Dollar. Ihr seht, wir haben hier dann insgesamt über 40 Tage gebraucht, bis wir bei 2000 Dollar aufsteigen konnten. Da haben wir hier auch damals dieses aufsteigende Dreieck getradet. Aber ihr seht auch, und das war für mich schon etwas überraschend, wir hatten hier bei 3000 Dollar absolut keine Resistance. Wir sind hier einfach sofort durchgeschossen. Das heißt also, es gibt jetzt hier zwei Szenarien bei 4000 Dollar. Entweder wir schießen hier einfach nochmal durch oder wir werden hier abgelehnt, traden hier vielleicht zwischen 3500 und 4000 Dollar etwas seitwärts und werden dann hier, je nachdem, ob wir hier uns eher Richtung 4000 Dollar halten oder eher Richtung 3500 Dollar bullisch oder bärisch ausbrechen. Also hier gibt es zwei Szenarien und deswegen werde ich bei 4000 Dollar auf jeden Fall Teilprofite holen, vielleicht sogar jetzt wieder 50% meines Trades hier rausholen und dann möchte ich sehen, ob wir es schaffen, es hier festzusetzen bei 4000 Dollar, dann ist der Breakout nach oben wahrscheinlicher oder wenn wir hier direkt stark abgelehnt werden, dann werde ich wahrscheinlich auch sofort hier meinen Trade komplett schließen und dann erstmal abwarten, ob wir jetzt bei 3500 Dollar fangen, wenn ja, werde ich dann hier wahrscheinlich nochmal ansteigen. Und wenn wir hier auch jetzt die Fibonacci-Extension verwenden, können wir uns dann auch hier für das Bullish-Szenario nochmal das nächste Preisziel hier vorbereiten. Wir verbinden hier nochmal das Hoch mit dem Tief. Und da seht ihr, wir haben hier das Fibonacci-Extensionslevel, das 4,2er Fibonacci-Extensionslevel bei ca. 4500 Dollar. Das wäre dann hier meine nächste Zielzone, sobald wir es über die 4000 Dollar schaffen. Und wenn wir hier dann zurückwechseln noch auf den 4-Stunden-Chart, hier haben wir in dem letzten Video auch uns die nächsten Zielzonen angeschaut, also die untergeordneten Zielzonen auf dem Weg zu den 4000 Dollar. Und ihr seht, wir haben jetzt hier schon die ersten zwei untergeordneten Zielzonen erreicht. Die nächste Zielzone hier sind jetzt auch 4000 Dollar. Das schauen wir uns hier auch nochmal an mit der Fibonacci-Extension hier auf dem 4-Stunden-Chart. Und ihr seht, wir haben jetzt hier schon die zwei untergeordneten Preisziele. Hier einmal die 3er Fibonacci-Extension bei 3700 Dollar und die 3,2er Fibonacci-Extension bei ca. 3870 Dollar erreicht. Und ihr seht, hier sind wir jetzt bei der 3,4er Fibonacci-Extension angekommen bei 3900 Dollar. Das ist hier auch noch ein untergeordnetes Ziel. Und ihr seht, hier oben drüber ist die 3,1618er Fibonacci-Extension bei 4000 Dollar, was ja auch unser großes Preisziel auf dem Tageschart ist. Und ihr seht dann, die nächste Zielzone auf dem Weg zu den 4500 Dollar wäre dann hier die 4,2er Fibonacci-Extension bei 4380 Dollar. Also man kann ja noch hier nochmal Teilprofite holen auf dem Weg zu den 4500 Dollar. Sollten wir das bullische Szenario sehen. Also soweit fällt sich Ethereum wirklich sehr stark. Das sehen wir hier auch
auf dem Wochenchart. Ihr seht, allein mit der heutigen Wochenkerze oder mit der jetzigen Woche hier sind wir schon wieder in der Spitze hier knapp 35% gestiegen. Und wie ihr wisst, meine Zielzone ja für das zweite Quartal war ja 4.000 bis 5.000 Dollar. Und wenn wir jetzt mal abmessen, bis 4.000 Dollar fehlen hier jetzt nur noch knapp 2,3%. Also das werden wir ziemlich sicher erreichen. Wir haben ja noch hier knapp 1,5 Monate Zeit. Vielleicht sehen wir auch noch die 5.000 Dollar. Dann wäre hier meine Prognose aufgegangen. Und die Prognose habe ich schon getroffen. Anfang April, also Anfang des zweiten Quartals, da waren wir hier noch bei 1.676 Dollar, sind seitdem hier um 135% angestiegen. Das ist auch etwas, meiner Meinung nach, Ethereum war ja noch seit langem unterschätzt. Das habe ich schon in einigen Videos gesagt. Wir haben schon seit mehreren Monaten gesehen, dass die Wale hier wirklich extrem Ethereum akkumuliert haben und die haben sich hier einfach wirklich auf einen Breakout vorbereitet und meiner Meinung nach wird Ethereum in diesem Jahr noch mindestens die 10.000 Dollar erreichen. Wir sehen auch noch weitere extrem bullische Ethereum News und On-Chain-Daten, die diesen Breakout auch fundamental begründen. Auf die werden wir auch noch später eingehen, aber zuerst schauen wir uns noch den Ethereum-Bitcoin-Chart an, denn dort sehen wir auch ein neues lokales Top. Jetzt befinden wir uns auf dem Ethereum-Bitcoin-Chart und hier habe ich ja schon seit Februar gesagt, dass ich diese Abwärtsbewegung hier akkumuliere und habe dann auch in einem Video vom März gesagt, dass wir hier unten wahrscheinlich unseren Boden gefunden haben am 5. März, dass ich hier nochmal den größten Teil meiner Bitcoin dann in Ethereum getauscht habe und ihr seht auch, seitdem sind wir jetzt hier, wenn wir das mal abmessen, ungefähr um 130% angestiegen und das war hier wirklich schon einer meiner besten Coinflips, die ich hier durchgeführt habe. Und ihr seht auch, wir nähern uns jetzt hier oben immer mehr meiner nächsten Zielzone von 0,07, wenn wir mal abmessen. Das sind jetzt hier noch ungefähr circa 7%, die wir erreichen müssen, dann also hier ansteigen müssen, um diese Zielzone zu erreichen. Und hier möchte ich auch auf einen interessanten Indikator eingehen, über den ich auch schon im Cardano Bitcoin Video besprochen habe. Und zwar ist das hier nochmal der stochastische RSI auf dem Wochenchart. Und ihr seht, genau als wir hier diesen bullischen Kurs haben, über den haben wir auch in dem letzten Video, vor allem in dem Cardano Video schon gesprochen, das war hier ganz genau der Boden. Und ihr seht, seitdem wir dann hier nach oben ziehen, haben wir dann eher auch die Aufwärtsbewegung gesehen in dem Ethereum Bitcoin Chart. Und was hier auch noch interessant ist, wenn wir schauen, immer wenn wir hier diesen bearischen Kurs hatten, war das hier auch das Top der Bewegung, hatten dann hier nochmal eine Korrektur. Das war ja auch schon so zuvor hier im August, werden hier das Top, dann nochmal diese Abwärtsbewegung zu dem unteren grünen Rand und auch zuvor schon hier noch Januar, Februar, da hatten wir hier auch das Top und dann diese Abwärtsbewegung. Das heißt also, sollte ich jetzt sehen, dass wir hier oben dann nochmal einen bärischen Kurs sehen und unter das 70er Level fallen, das ist wichtig, dann denke ich auch, dass wir hier dann unser Top vielleicht erreicht haben könnten und da wir dann die nächste Abwärtsbewegung nochmal sehen. Da gehe ich aber noch auf einen zweiten Faktor auf den Bitcoin-Dominanzchart, den schauen wir uns noch gleich an. Zuvor wechseln wir jetzt hier noch kurz auf den Ethereum-Bitcoin-Chart. Denn hier auf dem Monatschart haben wir auch das aufsteigende Dreieck besprochen. Ihr seht, wir sind jetzt hier schon ausgebrochen. Mit der jetzigen Monatskerze sind wir jetzt hier auch schon wieder ungefähr in der Spitze um 45% angestiegen. Und ihr seht auch, die nächste Zielzone hier auf dem Monatschart wäre dann circa bei 0,79. Und das ist also hier die nächste Zielzone, die ich auf dem Monatschart beobachte. Und dann wären wir schon circa fast wieder an unserem vorherigen All-Time-High angekommen. Und ich denke dann auch, hier oben werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal einen Großteil meiner Profite realisieren. Das war es also soweit zu dem Ethereum-Bitcoin-Chart. Das war hier wirklich ein sehr, sehr guter Trade. Wir achten also jetzt hier auf den bearischen Kurs und noch auf den Bitcoin-Dominanz-Chart, auf den ich jetzt noch eingehe. Okay, jetzt befinden wir uns auf dem Bitcoin-Dominanz-Chart. Hier habe ich halt den Zusammenhang der Bitcoin-Dominanz und dem Bitcoin-US-Dollar-Preis schon erklärt, aber ich möchte das nochmal zum Verständnis kurz zusammenfassen. Ihr seht also, wir hatten hier die Phase von ungefähr August bis hier zum 28. Dezember, also Ende Dezember, Anfang Januar, die Phase, wo wir hier von circa 57% Bitcoin-Dominanz in der Spitze angestiegen sind auf 73%. Wenn wir uns den Bitcoin-Chart hier auf dem US-Dollar-Chart in dem Zeitraum anschauen, seht ihr, das war die Phase hier von August, September hier hoch bis Ende Dezember, Anfang Januar, wo wir hier von ca. 10.000 Dollar aufgestiegen sind auf 40.000 Dollar, also einen 300% Anstieg gesehen haben. Daraufhin ist hier die Bitcoin-Dominanz ausgetoppt. Das haben wir hier auch damals auf dem Tageschart besprochen. Ihr seht, wir hatten hier dieses aufsteigende Dreieck, was nach unten ausgebrochen ist. Und das war hier auch dann ganz genau das Top der Bitcoin-Dominanz. Und dann sind wir hier erstmal über den gesamten Januar runtergefallen bis hier unten Anfang Februar. Da hatten wir hier diese Seitwärtsphase und hier hat sich die Bitcoin-Dominanz nochmal eingefangen hier zwischen 60% und 61%. Also wir hatten hier eine Seitwärtsphase. Und wenn wir jetzt dann den Einfluss hier drauf nochmal auf den Bitcoin-US-Dollar-Chart anschauen, seht ihr auch, wir hatten dann hier nach diesem extrem starken Anstieg zuerst eine Korrektur über den gesamten Januar. Das war so, die Bitcoin-Dominanz abgefallen ist und Anfang Februar seht ihr hier, am 1. Februar mit dieser Wochenkerze, haben wir es dann geschafft, hier nochmal über den gesamten Februar anzusteigen. Wir sehen also, wenn die Bitcoin-Dominanz sich hier nochmal einpendelt, also seitwärts läuft, ist das bullisch für Bitcoin. Denn ihr seht, wir hatten hier über den gesamten Februar dann ungefähr einen Anstieg in der Spitze von ca. 80%.
5%. Und daraufhin seht ihr, nach dieser Seitwärtsphase ist dann hier nochmal die Bitcoin-Dominanz abgefallen über den gesamten März, April und Mai, also bis heute. Und ihr seht, über diesen Zeitraum hier hat Bitcoin es nicht mehr geschafft auszubrechen, denn seitdem laufen wir hier einfach nur seitwärts zwischen 50.000 und 60.000 Dollar. Das haben wir schon ausführlich in dem gestrigen Video besprochen. Jetzt müsste ich aber darauf eingehen, was dieser Breakout und nochmal diese Seitwärtsphase, was das für Einflüsse auf den Ethereum US-Dollar-Chart hat. Und ihr seht, während dieser Zeit, die wir vorhin schon besprochen haben, wo hier Bitcoin über das vierte Quartal 2020, also bis Ende Dezember hier ausgebrochen ist, seht ihr, hat hier eigentlich Ethereum nichts gemacht. Wir sind hier einfach nur seitwärts gelaufen. Ja, wir haben ja vorhin gesehen, Bitcoin ist um 300% angestiegen über das vierte Quartal 2020 von 10 auf 40.000 Dollar. Wenn wir hier abmessen, Ethereum hat ja nicht viel gemacht. Wir sind hier gerade mal so ungefähr 100% gestiegen. Und ihr seht also, Bitcoin hat uns in diesem Zeitraum massiv ausperformt. Aber ihr seht ganz genau, wo dann hier, wenn wir es nochmal anschauen, Bitcoin hier korrigiert ist, also hier Ende Dezember, Anfang Januar eine Korrektur gesehen hat über den gesamten Januar bis Anfang Februar. Das war hier diese Phase. In dieser Zeit hat es hier Ethereum geschafft, erstmals genau hier an dem 28. Dezember über den Januar bis hin zum Februar hier eine Aufwärtsbewegung hinzulegen. Und ihr seht also, wenn dann hier Bitcoin, nachdem sein All-Time-High erreicht hat, zuerst eine Korrektur sieht und dann etwas seitwärts läuft, ist das bullish für Ethereum. Und ihr seht daraufhin, im Februar haben wir besprochen, ist ja Bitcoin nochmal ausgesprochen hoch auf ca. 54.000 Dollar. Wenn wir uns dann den Ethereum-Chart anschauen, seht ihr auch, über den Februar ist hier bei Ethereum noch nicht mehr viel gegangen. Und wenn wir jetzt nochmal schauen, Bitcoin befindet sich ja aktuell in dieser Seitwärtsphase und das jetzt hier schon seit März, April und jetzt schon bis in den Mai. Das ist hier diese Seitwärtsphase und wenn wir jetzt mal schauen auf den Ethereum-Chart, seitdem jetzt hier eigentlich Bitcoin in dieser langweiligen Seitwärtsphase ist, hier hat eigentlich erst die hauptsächliche Rallye von Ethereum angefangen, denn ihr seht, jetzt wo also seit dem März, April, Mai Bitcoin in der langweiligen Seitwärtsphase zwischen 60.000 und 50.000 Dollar ist, seht ihr ganz genau hier Anfang März mit dieser Wochenkerze sind wir jetzt seitdem hier hochgeschossen auf ca. 4.000 Dollar ist fast, also 3.930 Dollar, das sind ja fast 4.000 Dollar. Und ihr seht, das war hier ein Anstieg von knapp 200%. Und das während der Zeit, wo hier Bitcoin einfach nur seitwärts gelaufen ist. Und hiermit können wir also zur folgenden Schlussfolgerung kommen. Und zwar, wenn Bitcoin enorm am Ausbrechen ist, auf der Suche nach einem neuen All-Time-High, dann performt Ethereum eher schlecht und Bitcoin performt hier Ethereum massiv aus. Und wenn dann hier Bitcoin sein neues All-Time-High gefunden hat und dann sich hier einfach in einer Seitwärts-Range einpendelt, dann zieht hier Ethereum massiv nach und dann beginnt hier die massive Ethereum-Rally. Das bedeutet also, sollte jetzt Bitcoin nochmal aus dieser 50.000 bis 60.000er Zone ausbrechen, aus dieser Seitwärtsphase und auf der Suche sein nach einem neuen All-Time-High, wie wir das im vierten Quartal 2020 gesehen haben, dann könnte es gut sein, dass hier dann Ethereum auch erstmal nochmal wie damals in dieser Seitwärtsphase hier einfach sich etwas erholt und dann Bitcoin nochmal Ethereum ausperformt. Und wenn wir in diesem Zusammenhang eben jetzt auf den 4-Stunden Bitcoin-Chart wechseln, seht ihr, dass hier jetzt Bitcoin diese wichtige Resistance, über die wir gestern ausführlich gesprochen haben im Video, bei 59.500 Dollar antestet. Und ich gehe davon aus, sollten wir es hier schaffen, über 59.500 Dollar diese Zone hier retesten, könnten wir ziemlich schnell zu dem letzten All-Time-High und darüber hinaus ausbrechen. Und wie wir eben also gesehen haben, sollte es jetzt hier in den nächsten Wochen oder auch innerhalb noch des vierten Quartals, also vielleicht noch im Juni, hier es Bitcoin schaffen, aus dieser Range auszubrechen und dann nochmal auf der Suche zu sein nach einem nächsten All-Time-High, dann wäre das eher bearish für Ethereum, dann wäre höchstwahrscheinlich die Ethereum-Rally in dem extremen Ausmaß, wie wir sie jetzt momentan sehen, beendet und dann würde sich hier wahrscheinlich auch nochmal die Bitcoin-Dominanz etwas einfach so einpendeln, wie wir es im Februar gesehen haben, vielleicht auch leicht ansteigen. Dann seht ihr auch, die Bitcoin-Dominanz muss nicht unbedingt zurückkehren, nochmal auf 60-70%, damit wir eine Bitcoin-Rally sehen können, denn wie ihr gesehen habt, im Februar sind wir auch 80% angestiegen und da war die Bitcoin-Dominanz auch hier einfach nur seitwärts. Das heißt also, wir achten hier ganz genau drauf, was Bitcoin macht. Sollte Bitcoin ausbrechen auf der Suche nach einem neuen All-Time-High, bedeutet das höchstwahrscheinlich, dass die Ethereum-Rally erstmal abflacht. Und das bedeutet dann im übertragenen Sinn für den Ethereum-Bitcoin-Chart, dass ich dann hier wahrscheinlich den Großteil meiner Profite nehmen werde. Und wenn wir dann gleichzeitig hier auch noch den bearischen Kurs, den wir vorhin besprochen haben, sehen, dann werde ich hier auf dem Ethereum-Bitcoin-Chart auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig und werde dann hier erstmal nochmal umschichten, verstärkt in Bitcoin. Bis es soweit ist, allerdings können noch einige Wochen vergehen. Und wir sehen jetzt momentan auch noch sehr, sehr bullische Ethereum-News, die erstmal dafür sprechen, dass der Ethereum-Bullrun noch
weiter voranschreitet und deswegen gehen wir jetzt auf die Ethereum News und On-Chain-Daten ein. Okay, kommen wir jetzt zu den Ethereum News und On-Chain-Daten und wie ihr wisst, benutze ich schon mal die Google Trends, um so die Stimmung im Markt zu messen und wie wir hier auch in den letzten Videos schon besprochen haben, sehen wir hier momentan einen enormen Anstieg hier bei den Google Trends, also wir sehen hier extrem viele Suchanfragen nach Ethereum. Und ihr seht, hier ist die Suchanfrage ungefähr doppelt so hoch wie damals zu dem Peak 2017, 2018 hier, wo Ethereum 1400 Dollar erreicht hat. Und das ist nicht nur so auf Google, sondern wie wir auf diesem Indikator sehen, gibt es jetzt hier auch extrem viele Tweets auf Twitter über Ethereum. Und hier ist es sogar noch extremer. Ihr seht hier 2017, 2018, wo hier Ethereum 1400 Dollar erreicht hat, seht ihr unten drunter diesen roten Graph, da waren hier die die Tweets bei Twitter über Ethereum, da waren wir hier bei 20.000. Und ihr seht jetzt, wo wir hier aufgestiegen sind auf knapp 4.000 Dollar für Ethereum, sind ja die Tweets auf dem dreifachen Niveau, also bei 60.000 Dollar. Wir sehen also jetzt den dreifachen Ethereum-Hype, wie wir ihn hier 2017, 2018 auf den Social-Media-Plattformen gesehen haben. Und das ist natürlich auch eine Treiber dieser Rallye. Und wenn wir dann hier noch zu den nächsten News kommen, ist das aber auch interessant. Man würde ja jetzt denken, wenn Ethereum so extrem im Hype ist, dass es ja extrem viel Spekulation gibt, dass jetzt jeder irgendwie mit Hebel versucht, Ethereum hochzutreiben und da irgendwie versucht, ähnlich wie bei Dogecoin, noch Gewinne mitzuholen. Aber wir sehen genau das Gegenteil. Wenn wir uns hier diesen Indikator nämlich anschauen, seht ihr, dass hier das Leverage Ratio auf den Exchanges extrem niedrig ist, sogar niedriger als davor Ethereum noch bei deutlich niedrigeren Preisen getradet ist. Und das bedeutet also, die jetzige Ethereum Rally ist wirklich getrieben durch organischen Ethereum-Kauf an den Spot-Exchanges. Und das sehen wir hier auch nochmal in diesem Indikator, den ich euch auch schon gezeigt habe. Wenn ihr seht, als Ethereum schon Richtung 4.000 Dollar angestiegen ist, waren hier die Funding Rates nur etwas angestiegen, aber noch deutlich unter dem Niveau, wo wir hier knapp über 2.000 oder noch unter 3.000 Dollar waren. Und das zeigt uns einfach auch, dass diese Rallye nachhaltig ist und wirklich getrieben ist von organischen Ethereum-Kauf an den Spot-Exchange. Und das ist wirklich extrem bullish, dass dieser Anstieg wirklich nicht auf Hype über Leverage Exchange kreiert wurde. Und ein möglicher Grund, warum wir eben jetzt diesen großen organischen Kauf hier von Ethereum sehen an den Spot Exchange, zeigt uns einfach, dass wir hier einerseits Ethereum-Investoren haben, die wirklich Ethereum halten wollen oder eben auch Ethereum nutzen wollen für das Ökosystem in den DeFi-Sektoren, also auf den DeFi-Plattformen und dort vielleicht Lending zu betreiben oder beispielsweise auch die Ethereum zu staken, um dann einfach 7-8% Zinsen zu erhalten, was auf Ethereum möglich ist. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum wir diese organische Ethereum-Rally sehen, weil es einfach jetzt viele Investoren gibt, die Ethereum akkumulieren möchten, um dann hier an diesem passiven Einkommen, was ja über die DeFi-Plattform möglich ist und auch über Ethereum-Staking möglich ist, zu partizipieren. Und ich denke, dass wir noch einen sehr großen DeFi-Hype sehen werden, also dass das, was wir jetzt hier in dem Q1 2020 gesehen haben, den DeFi-Hype, dass das erst die Spitze des Eisbergs war und dass dieser Hype noch deutlich größer wird. Und ich denke, ein Faktor, der momentan sehr viele Anleger noch von dem DeFi zurückhält, sind einfach die hohen Transaktionskosten von Ethereum und auch der Grund, dass einfach die Transaktion relativ langsam ist. Und dazu gibt es jetzt auch sehr, sehr interessante News, denn wir sehen jetzt hier von Meta Labs, dass sie hier eine Second-Layer-Skalierungsmöglichkeit für Ethereum noch gefunden haben, also entwickelt haben. Und mit dieser soll es hier möglich sein, 20.000 Transaktionen pro Sekunde für Ethereum zu ermöglichen. Also ich glaube, Visa hat ungefähr 10.000 Transaktionen pro Sekunde und also hier 20.000 Transaktionen pro Sekunde dann für Ethereum über diese Second-Layer-Skalierung ist hier wirklich schon eine Ansage. Und diese Plattform hier nennt sich jetzt ZK Porter und wir müssen hier überlegen, Optimism wird auch noch kommen, das ist auch eine Second-Layer-Skalierungsmöglichkeit für Ethereum. Und diese wird in 3 Monaten rauskommen, also Optimism. Und hier ist ZK Porter in circa 6 Monaten. Also wir werden hier wirklich noch Lösungen für die Transaktionskosten, aber auch vor allem für die Transaktionsgeschwindigkeit noch in diesem Jahr sehen. Und was hier auch noch extrem interessant ist, wir wissen ja auch, über Ethereum 2.0 wird es ja auch Sharding geben. Sharding, das ist einfach leicht zu erklären, das sind in dem Sinn 64 Mini-Blockchains, die nennt man eben Shards. Und die werden eben gleichzeitig, also parallel Ethereum-Transaktionen verarbeiten. Und das wird einfach die Last von der Ethereum-Hauptstelle nochmal deutlich verringern und vor allem werden diese Shards hier auch mit den Roll-Up-Technologien, die ja jetzt entwickelt werden, arbeiten und somit wird dann die Transaktionsgeschwindigkeit optimiert, deutlich hochgefahren und vor allem die Transaktionsgeschwindigkeiten auch deutlich verringert. Und wenn wir dann sehen, dass es wirklich die Transaktionen schnell und billig sind in dem gesamten DeFi-Sektor, denke ich, wenn wir einen noch größeren Ansturm auf Ethereum sehen und ich denke, dann wird hier der DeFi-Hype nochmal ordentlich Fahrt aufnehmen. Und wir sehen beispielsweise auch schon, dass hier momentan
22,8% des Ethereum-Supplies hier in Smart Contracts eingeloggt sind und wir auf den Exchanges nur noch ca. 12% liquiden Supply haben. Und wir lesen hier unten drunter auch noch, dass ca. 9% des Ethereum-Supplies noch auf anderen Smart Contracts in dem Netzwerk gelagert sind. Da sind jetzt zum Beispiel noch 8,3 Millionen Ethereums hier auf der Binance Smart Chain. Protokoll, dann noch mal 286.000 Ethereum, das sind ungefähr 0,25% des Supplies auf Solana und dann noch ungefähr 0,0% des Ethereum Supplies auf Avalanche und noch ungefähr 1,6% auf weiteren Netzwerken hier verteilt, das sind noch mal ungefähr 2,8 Millionen. Also wenn wir das zusammenrechnen, können wir sagen, über 30% des Ethereum Supplies ist bereits schon in dem Smart Contract Bereich hier eingeloggt und wir sehen hier nur noch ca. 12% freien Supply. Und somit haben wir auch in dem letzten Video schon gesprochen, kann man eigentlich sogar sagen, dass schon jetzt der Ethereum-Supply deflationär ist. Aber wir müssen ja überlegen, die hohen Transaktionskosten von Ethereum sind auch erklärbar, denn Ethereum, wie wir wissen, ist einfach die meistgenutzte Plattform. Jedes andere Krypto-Projekt hätte mit dieser enormen Anfrage, mit diesem enormen Hype auch Probleme und da würden die Transaktionskosten auch steigen. Von dem her ist es absolut verständlich, dass die Ethereum-Kosten momentan relativ hoch sind, aber wie wir gesehen haben, es gibt eben hier auch Möglichkeiten für Ethereum noch, die dieses Jahr greifen werden, worauf dann die Transaktionsgeschwindigkeit hier deutlich hochgefahren wird, die Transaktionskosten deutlich verringert wird und hier kommt dann noch ein Zwitter-Faktor. Ich gehe eben davon aus, sobald die Transaktionsgeschwindigkeiten günstig sind und die Transaktionsgeschwindigkeiten auch hier schnell durchgeführt werden, werden wir noch deutlich mehr Transaktionen pro Tag sehen. Und Ethereum ist ja jetzt schon die größte Blockchain, wird hier dann nochmals mit den täglichen Transaktionen ordentlich anziehen und dann greift hier eben ein zweiter Faktor und das ist eben EIP 1559, was ja auch in 3 Monaten hier auf Ethereum implementiert sein wird und dann wird ja mit jeder einzelnen Transaktion nochmal Ethereum verbrannt. Das könnte schon jetzt dazu führen, dass mehrere hundert Millionen Dollar in Wert von Ethereum jährlich verbrannt wird, was ja dann den Ethereum Supply nochmals letztendlich extrem deflationär macht und wir sehen also, wenn es jetzt diese technischen Upgrades gibt, also dass ja die Transaktionsgeschwindigkeit über die Second Layer Technologie und auch über das Sharding enorm hochgeschraubt wird, dann denke ich, geht der DeFi-Hype nochmal ordentlich los und dann sehen wir noch mehr tägliche Ethereum-Transaktionen und dann letztendlich werden wir noch mehr Ethereum auf Dauer sehen, die hier über EIP 1559 verbrannt wird. Und dann haben wir letztendlich so einen sich selbst anfeuernden Kreislauf. Die Transaktionen werden schneller und günstiger, dadurch sehen wir mehr Transaktionen und dadurch wird über EIP 1559 immer mehr Ethereum verbrannt und somit ist dann letztendlich der Ethereum-Supply extrem deflationär und sogar rückläufig im Vergleich zu Bitcoin, durch den Supply ja nur festgelegt, aber nicht rückläufig und somit können wir sogar sagen, dass dann Ethereum noch knapper wird als Bitcoin und das wird natürlich enorme Einflüsse auf den Ethereum-Preis haben und ich denke, das ist auch der Haupttreiber, warum wir sehen werden, dass Ethereum noch auf 10.000 Dollar und darüber ansteigt und das ist auch meiner Meinung nach der Hauptgrund, den wir hier sehen, weshalb die Ethereum-Wale hier massiv weiter Ethereum akkumulieren. Wir haben ja schon gesehen, in den letzten 8 Monaten sind hier ja die Top 10 Rail-Adressen haben sich hier verdoppelt und die Top 10 Exchange-Adressen haben sich in den letzten 7 Monaten halbiert. Das seht ihr nochmal, die rote Graph, das sind hier die Top 10 Rail-Adressen, sind hier nach oben explodiert und die lilanen, der lilane Graph hier, das sind die Top 10 Exchange-Wallets und die sind hier enorm nach unten abgefallen und das sogar während hier der Preis nach oben gestiegen ist. Also ich denke, die Rails setzen hier auf diesen Kreislauf, den ich vorher erklärt habe und die werden wahrscheinlich auch über Staking hier noch enorme Profite realisieren werden. Ich denke, das ist auch der Grund, warum sie jetzt eben diese enormen Ethereum-Mengen akkumulieren. Das sehen wir eben auch auf dieser On-Chain-Grafik. Wir wissen ja, der Ethereum-Supply ist ja massiv am Abfallen. Wir haben hier noch mal nur circa, wie wir vorhin gesehen haben, circa 12% Ethereum-Supply auf den Exchanges. Da sehen wir auch hier noch in der nächsten On-Chain-Grafik. Ihr seht, hier sind die Outflows. Das sind hier, ist hier die roten Ausschläge nach unten. Die sind hier deutlich größer als die Inflows. Das sind hier diese grünen Ausschläge. Also wir sehen, hier sind wirklich sowohl Privatinvestoren, aber vor allem auch die Rails hier extrem am Ethereum akkumulieren. Und wir sehen jetzt auch immer größeres Interesse noch von den Institutionen. So sehen wir, dass hier auch FunEgg hier in den USA auch ein Ethereum-ETF beantragt hat. Der wird also hier noch von der SEC momentan geprüft. FunEgg hat hier auch einen Bitcoin-ETF schon beantragt, der wird auch noch geprüft von der SEC. Und ich denke, wenn wir dann den Ethereum-ETF und auch den Bitcoin-ETF in den USA sehen, das wird dann ja nochmal ein ordentlicher Treiber sein für die nächste Rallye. Ich denke, dann werden die Preise ja nochmal ordentlich nach oben anziehen. Und dann kommen wir ja auch abschließend zur letzten News. Hier sehen wir ein kanadisches Fintech-Unternehmen, das heißt hier Mogo. Die haben hier ungefähr für 400.000 Dollar Ethereum gekauft. Das war hier
ihr erstes Ethereum-Investment. Sie haben zuvor schon für ca. 1 Million Dollar Bitcoin gekauft und haben dann jetzt einfach noch zum Ausgleich Ethereum gekauft. Und sie sagen auch hier, dass ihr Investment hier noch bis auf 5% ihrer Cash-Reserven erhöhen werden, also ca. 5% ihrer Cash-Reserven hier in Krypto investieren möchten. Und das Besondere daran hier ist einfach, dass wir sehen, dass es jetzt auch wirklich immer mehr Unternehmen gibt, die neben Bitcoin auch Ethereum ihrer Balance hier in Balance Sheets hinzufügt. Und das ist extrem bullisch. Ich denke, das ist auch ein Trend, den wir weiterhin sehen werden, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die neben Bitcoin auch noch Ethereum kaufen werden. Und das wird natürlich auch nochmal dazu führen, dass Ethereum noch deutlich stärker ansteigt. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.